Woran erkennt man eigentlich verdeckte Narzissten in der Liebe? Und zwar beim Kennenlernen, aber wie ist es eigentlich auch im Laufe der Beziehung? Wie sind da eigentlich so Verhaltensweisen, die relativ typisch sind? Ja, aber warum erkennt man die vielleicht schlecht? Und warum sind die für einen selber vielleicht sogar normal? Und warum hat man aber auch Probleme, sich da vielleicht auch rauszulösen? Viele Warums. Ich werde euch Antworten auf diese Fragen geben. Am Ende natürlich auch Tipps und 3 Fragen, die du dir selber stellen kannst. Hi, ich bin Marie. Ja, heute ein, wie ich finde, wichtiges Thema, verdeckte Narzissten, aber in der Liebe. Denn bei verdeckten Narzissten ist, wie gesagt, ja immer nicht so, dass sie so offensichtlich daherkommen und Sachen vielleicht auch schneller erkennt, sondern es ist so, dass man da vielleicht manchmal auch so eher so einen zweiten Blick riskieren, ja, sollte, wie ich auch finde. Ihr wisst bei mir, keine Schwarz-Weiß-Sicht, kein Bashing. Wenn ihr neu seid, abonniert super gerne meinen Kanal, verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. Jetzt geht's aber erstmal los, wie verhalten sich denn eigentlich verdeckte Narzissten? Ich fange erstmal an mit dem Kennenlernen. Ich werde euch mal ein paar Punkte nennen, ein paar Beispiele und werde euch dann so ein bisschen sagen, wie es eigentlich in der Beziehung aussieht, ne? Woran man das vielleicht erkennen kann und wo sich dann vielleicht auch mal ein genauerer Blick lohnt. Wenn ihr eigene Gedanken habt zum Thema, total gerne, schreibt sie unten in die Kommentare, tauschen wir uns da auch super gerne aus. Ja, es ist so beim Kennenlernen eben nicht, dass die verdeckten Narzissten so in den Raum reinkommen. Bei offenen Narzissten ist ja oft so, dass die so sehr einnehmend sind, sehr laut mitunter auch. Und die verdeckten Narzissten sind da einfach anders drauf. Die sind nämlich eher so ein bisschen schüchtern, eher zurückhaltend wirken sie. Und ja, es ist nicht selten so, dass sie eher so ein bisschen gerettet werden wollen. Nur, dass sie so ein bisschen Opfer vielleicht sind der Dinge, die da Menschen mit ihnen machen, die da vielleicht auch passieren. Man muss natürlich da auch genau hingucken, ja, und nicht gleich verurteilen. Aber wenn natürlich beim ersten Date es schon um solche Themen geht, kann man damit unter auch echt mal hellhörig werden. Denn da sollte es ja eigentlich darum gehen, jemanden einfach mal kennenzulernen und nicht direkt irgendwelche schrecklichen Geschichten aus dem Leben zu hören. Stellt euch einfach vor, ihr habt ein Date mit einem Typen, Online-Dating, ne? Und das erste Treffen und ja, ihr trefft euch in so einer Bar, total nett eigentlich, ja, und dann nach ungefähr einer halben Stunde fängt er an, plötzlich von seiner Familie zu erzählen. Okay, kann man machen, aber er beginnt sofort ein bisschen die ganze Familiengeschichte zu erzählen, auch die Leidensgeschichte, seine Leidensgeschichte, vielleicht was er alles schon erlebt hat, was mit seinen Eltern gewesen ist. Und es ist für euch so, dass ihr auf der einen Seite total Mitleid auch mit ihm habt, auf der anderen Seite merkt ihr aber auch, wie die Stimmung, die am Anfang echt nett war, zunehmend irgendwie auch kippt und sich das Thema auch eigentlich fast nur noch darum dreht. Ihr guckt irgendwann auf die Uhr nach 3 Stunden und denkt euch, wow, das ist echt lange. Aber ihr denkt vielleicht auch in dem Moment, oh, es ist toll. Er erzählt mir so viele Geschichten, es ist sofort so eine Connection, er vertraut mir. Aber ihr merkt auch, so richtig positiv ist das an sich nicht, fühlt sich aber vielleicht sogar für euch vertraut an. Warum das so ist, werde ich euch später erzählen. Es ist manchmal auch so, dass sie so ein bisschen fantasieren, was alles wäre, so verdecktes Genie-mäßig irgendwie, ne? Cinderella vielleicht auch so, ach ja, ich bin eigentlich total gut, auch auf der Arbeit, das erkennt einfach nur niemand, ich habe ganz großartige Ideen. Mitunter machen sie auch viele Sachen in der Freizeit, wo sie denken, sie haben damit den großen Durchbruch. Ja klar, versteht mich nicht falsch, es ist total super, auch in der Freizeit was zu machen, vielleicht da auch noch sich was aufzubauen, total super. Aber wenn das Ganze natürlich jegliche Realität verlässt, dann wird es natürlich schwierig. Aber vielleicht habt ihr eine Frau gedatet und die ist auch bei Instagram aktiv und ist auch super, läuft bei ihr auch relativ gut. Aber das Ganze, was sie da erzählt, diese Träumereien, die sie da auch hat, die haben mit der Realität einfach gar nichts mehr zu tun. Denn sie hofft mit ihren Followern, dass sie irgendwann also wirklich dann auch entdeckt wird, entdeckt, mit was sie da alles irgendwie so macht und dass sie dann ein ganz anderes Leben führen wird und kann sie sich auch vorstellen, woanders zu leben. Und es, wie gesagt, die Realität ist da so ein bisschen weg. Ihr findet das aber vielleicht auch faszinierend. Wow, die hat Träume, tolle Vorstellung. Ihr springt vielleicht auch drauf an, weil sowas könnt ihr euch vielleicht auch vorstellen. Aber wie gesagt, so richtig real ist das einfach nicht. Vielleicht ist es auch so, dass das Gegenüber beim Date vielleicht auch sagst oder nach ein paar Dates auch, ja, ach, ich bin ein total sensibler Mensch,
Und ihr merkt aber auch so von den Äußerungen, manchmal ist das alles andere als sensibel. Vielleicht so, wie euer Date da irgendwie über Arbeitskollegen manchmal redet oder manchmal auch, wenn ihr etwas einwerft, wie das so wegwischt, das hat mit Sensibilität überhaupt gar nichts zu tun. Aber ihr denkt, wow, irgendwie ist doch da eine Connection, beide sind, weil ihr seid vielleicht auch sehr einfühlend, sehr mitfühlende Menschen, denkt so, wow, wir sind zwei sensible Menschen, überseht aber vielleicht, dass das Gegenteil im Handeln dann auch der Fall ist. Ja, hat man sich kennengelernt, hat eine Zeit lang miteinander verbracht, kommt man zusammen, ist man in einer Beziehung. Ja, und das ist mit verdeckten Narzissten, wenn es im Extrem, ich rede über extrem narzisstischen Bereich, wenn es da einfach so hingeht, kann das wahnsinnig anstrengend für einen selber sein. Warum das so ist, werde ich euch jetzt mal sagen, habe da einige Punkte, sind sogar, also jetzt, ich weiß gar nicht, richtig viele, bevor ich dann auch dazu komme, das ist nämlich nicht unwichtig, wo liegen die Ursachen? Warum sagt man dann nicht einfach, hey, dann verlasse ich doch die Beziehung, werde euch das erklären, woran es liegt. Aber ich werde euch auch sagen, wie man das dann doch schaffen kann, da seine Grenzen zu setzen. Das allererste in Beziehung, wie ich finde, mit verdeckten Narzissten ist vor allem, was so anstrengend ist, ist diese Nicht-Kritikfähigkeit. Dass eben verdeckte Narzissten sind sehr empfindlich gegenüber Kritik. Und das Grundproblem ist erstmal, dass sie genau das Gegenteil behaupten. Sie behaupten von sich, wahnsinnig kritikfähig zu sein, gar kein Problem. Sag mir ruhig, wenn irgendetwas ist. Und hat man auch zu Beginn der Beziehung vielleicht noch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das funktioniert hat, wendet sich das Blatt im Laufe der Beziehung und das macht es einfach wahnsinnig anstrengend. Denn wenn ihr euch eure Freundin mal anschaut über die letzten Monate oder auch, ihr seid jetzt irgendwie anderthalb Jahre zusammen, gerade im letzten vergangenen Jahr, die ist halt wahnsinnig empfindlich irgendwie geworden. Und das sind wirklich die einfachsten Dinge, auf die sie wahnsinnig allergisch reagiert und das ist anstrengend für euch. Das heißt, es sind so Kleinigkeiten, dass sie so eine Netflix-Serie total interessant findet und sie möchte unbedingt, dass ihr das zusammen schaut und es ist aber überhaupt nicht euer Thema. Das ist irgendwie echt so ein Frauenthema und es interessiert euch einfach überhaupt gar nicht, das weiß sie auch. Aber ihr wüsstet auch, wenn ihr jetzt zu ihr sagen würdet, nee, ich gucke das nicht mit ihr, dann würde sie das als totale Zurückweisung empfinden, weil sie ja der Meinung ist, in der Beziehung muss man das halt teilen und auch zusammen machen. Und sie nimmt das immer total persönlich. Und das ist nicht nur bei solchen Sachen so, auch bei anderen Sachen, wenn ihr zum Beispiel irgendwie einen anderen Essensgeschmack habt oder so, da wirklich mal zu sagen, ich möchte etwas nicht, das ist immer sofort ein persönlicher Angriff. Und ihr versucht da wirklich alles, manchmal mit ihr zu reden, aber mittlerweile lasst ihr das. Und dann kommen aber solche Netflix-Abende, Horror für euch, weil ihr euch da wirklich durchquält, Stunde um Stunde und euch das keinen Spaß macht und ihr vor allem auch irgendwie wütend werdet innerlich, weil ihr einfach gar keinen Bock darauf habt. Das zweite ist nicht fähig, wirklich anderen zu vertrauen. Das ist oftmals auch ein Problem von verdeckten Narzissten. Muss nicht immer gleich verdeckter Narzissmus sein. Hey, jeder hat wahrscheinlich auch mal Probleme im Leben, anderen Menschen vielleicht auch zu vertrauen, vielleicht auch aufgrund der eigenen Geschichte. Aber das sind eben so Vertrauensprobleme, wo eben nicht darüber geredet wird, hey, ich habe Probleme mit Vertrauen, sondern es wird nicht offen angesprochen, sondern es ist immer so eine komische Stimmung dann eben auch und es sind immer komische Bemerkungen, komische Fragen und das Ganze hat, wenn ihr wirklich mal hinguckt, bisher jetzt bei euch in der Beziehung, ehrlich die ganzen letzten Jahre schon immer wieder vergiftet. Es wird ständig alles Mögliche angezweifelt. Immer wieder der Satz, bist du dir da irgendwie sicher? In so einem komischen Ton. Oder auch so, ja, Lügen haben kurze Beine. Einfach als ihr mal ein bisschen später, ihr seid da irgendwie mit Freunden, spielt immer Beachvolleyball und habt euch da einfach verquatscht, habt noch ein Bier getrunken. Und es ist da auch völlig in Ordnung, denn eure Freundin hat anderes zu tun gehabt, habt ihr jedenfalls gedacht, ihr kommt nach Hause. Aber sie will euch einfach nicht glauben, dass ihr dort noch ein Bier getrunken habt. Und das sagt sie aber nicht offen, sondern stichelt ständig rum. Ach, bist du dir sicher, dass der so lange offen hat, der Beach-Volleyball-Club da? Also ich weiß ja nicht, ich glaube, in der Mitte machen die doch relativ früh zu. Und so kommen ständig irgendwelche Sachen. Ihr könnt klarstellen, was ihr wollt, aber je mehr ihr klarstellt, habt ihr das Gefühl, umso mehr werden die Dinge sogar noch angezweifelt. Das führt natürlich zu richtig schlechter Stimmung innerhalb der Beziehung. Das dritte ist, zeitlich unzuverlässig zu sein innerhalb der Beziehung. Auch das ist etwas, was sich bei eurem Mann richtig krass, ja nicht nur eingeschlichen hat. Es ist zum Normalzustand geworden, der euch aber richtig ärgert und auch belastet. Ihr aber auch merkt, ihr kriegt es einfach nicht gelöst. Während euer Mann ansonsten peinlich immer darauf achtet, dass er pünktlich ist,
egal wo er ist. Ob wenn er irgendwie in seinen Verein geht, der spielt irgendwie Golf, ne? Da ist er, hat auch eine ganz ansehnliche Position irgendwie, wie er findet, ne? Ist da irgendwie für die Finanzen zuständig und jedes Mal ist er super pünktlich bei allen Sachen. Und auch sonst in der Nachbarschaft ist er dafür bekannt. Aber wenn es um eure Belange geht, dann wird er wahnsinnig unzuverlässig. Und das ist wirklich etwas, was euch jedes Mal trifft und euch auch einfach richtig viele Sachen, die euch betreffen, richtig verdorben hat schon. Ein Beispiel, ihr habt eine richtig gute Freundin und die hat eine Feier. Und zwar feiert die jetzt irgendwie ihren 10. Hochzeitstag und macht da so eine Gartenparty. Die wohnt aber relativ weit weg und weil das so eine Staustrecke ist, ne, es geht nämlich Richtung Ostsee und von Hamburg raus hoch und da ist öfter Stau, gerade zum Wochenende. Wisst ihr auch, ihr müsst zum gewissen Zeitpunkt Feierabend machen, ansonsten steht ihr im Stau und schafft es schlichtweg nicht. Das wisst ihr auch schon lange, dass dieser Termin ist. Euer Mann weiß es auch. Hatte gesagt, gar kein Problem. An dem Tag mache ich pünktlich Feierabend. Das wäre auch kein Problem gewesen. Aber was macht er? Kommt genau an diesem Tag nicht pünktlich. Er ruft auch nicht an, ihr könnt ihn nicht erreichen. Es ist wie so oft, ja, und er verspätet sich um 2 Stunden. Was passiert? Ihr steht natürlich im riesen Stau. Es ist totaler Käse. Ihr kommt zu der Feier eurer Freundin zum wichtigsten Punkt einfach zu spät. Es ist euch unangenehm. Ihr entschuldigt euch, nehmt vielleicht mal wieder die Schuld auf euch, weil es euch so unangenehm ist. Und euer Mann sagt, naja, komm, was hast du denn? Stress dich mal nicht so. Ja, ich meine, so wichtig ist die Feier jetzt irgendwie auch nicht, die soll sich mal nicht so haben. Also er übernimmt auch keine Verantwortung, was natürlich total ärgerlich einfach auch ist. Das nächste ist auch so ein oberflächliches Interesse an vielen Dingen und auch an Personen. Kann eine Sache sein, die im Laufe der Beziehung euch immer mehr aufgefallen ist und die auch mitunter wirklich zur Belastung wird. Es kann sein, wenn du jetzt irgendwas erzählst, dann merkst du jedes Mal, dass da gar kein wirkliches Interesse ist. Ne? Es kann sein, irgendeine Sache von der Arbeit, du kommst nach Hause und es ist wirklich etwas vorgefallen mit deinem Vorgesetzten, es belastet dich und du möchtest mit deinem Mann da einfach mal drüber reden und beginnst zu erzählen und er guckt schon wieder aufs Handy. Und das macht er dauernd und er guckt nicht mal kurz, sondern er liest im Handy. Und er zeigt einfach wirklich sein Desinteresse. Und sogar als du es ansprichst, und das hast du fast jedes Mal bisher auch schon gemacht, sagt er, ja, ich höre dir schon zu. Aber er hört einfach nicht zu, denn er hat gar kein Interesse. Oder eure Freundin, ne? Ihr habt euch einen Konflikt gehabt irgendwie bei euch mit Freunden und ihr kommt nach Hause, seid sehr aufgewühlt und aufgeregt und wollt dann also mit eurer Freundin reden. Und was macht sie? Ihr beginnt darüber zu reden und sie verlässt den Raum. Geht in ein anderes Zimmer, geht an den Schrank, ihr denkt so, lauft ihr hinterher, dann verlässt sie wieder den Raum. Ihr dackelt quasi da so immer hinterher, ihr fühlt euch auch total bescheuert, weil sie euch nicht richtig zuhört. Und auch am Thema, wenn ihr nachfragt, gar kein Interesse hat. Wenn es allerdings um sie geht, verlangt sie oder er eben auch wahnsinnige Aufmerksamkeit. Da müsst ihr mal hundertprozentig da sein. Da darf man nicht abgelenkt sein. Und um ihre Belange geht es, wenn ihr genau hinguckt, eigentlich die ganze Zeit. Es ist selten, dass ihr euch mal an sie wendet mit einem Problem, einer Sorge, die ihr habt. Aber ihr merkt, da ist ein tierisches Ungleichgewicht. Und das ist etwas, was euch in dieser Beziehung vielleicht wirklich richtig doll belastet. Chronische Langeweile. Auch das ist etwas, was in Beziehungen mit verdeckten Narzisstinnen oder Narzissten durchaus ein großes Thema sein kann. Es ist eben so, dass verdeckte Narzissten extrem verdeckte Narzissten sehr große Probleme haben, eigene Ideen zu haben, eigene Kreativität, was man einfach so machen kann. Und man kann im Leben wahnsinnig viel einfach machen. Unternehmen müssen nicht immer die großen Aktionen sein. Können ja auch kleine Sachen sein, wie, weiß ich nicht, man macht einen netten Waldspaziergang zum Beispiel einfach auch, schaut sich vielleicht irgendein spannende Ausstellung an, die es irgendwo gibt oder beobachtet irgendwelche Tiere. Keine Ahnung was, es gibt eine große Bandbreite, muss nicht immer der allerletzte Knaller sein, ja, aber man kann es sich ja auch schön gestalten und muss nicht immer das Gleiche machen. Bei verdeckten Narzissten ist es aber oft nicht so, sondern sie sind so ein bisschen in ihrem Trott sozusagen drin
Und deswegen ist es so, dass sie sich meistens dann irgendwie nur dranhängen. Ja, und so mitunter ist es auch mit eurem Partner irgendwie. Das ist so, dass er sich immer nur, wenn er überhaupt was macht, sich dranhängt, aber dann auch immer noch schlecht darüber redet. Also ihr habt irgendwie eine Idee, wollt in so einen tollen, da gibt es irgendwie so Frischfisch zu kaufen, ne? Und die haben da auch so Teiche, wolltet ihr immer mal hin, ihr fahrt da hin, er kommt mit. Und ja, und dann fängt er an, das Ganze die ganze Zeit irgendwie klein zu reden. Ach, guck dir das mal irgendwie an, die Teiche, das ist aber auch alles Oll hier, ja. Und ihr wisst irgendwie gar nicht, was ihr dazu sagen sollt. Danach war dieser ganze Ausflug irgendwie überhaupt nicht mehr schön. Aber er hat sich zwar nur drangehängt und das Ganze runtergezogen, hat aber selber gar keine eigenen Ideen. Dann ist es eben auch nicht selten so, dass verdeckte Narzissten eine Tendenz auch haben, dass sie rechtliche Grenzen, die es gibt, nun mal überschreiten und da auch nicht selten im Bereich der Straffälligkeit mit unterkommen können. Das muss nicht immer so sein, ne? Aber es kann durchaus auch passieren. Das ist, habe ich schon mal gesagt, es gibt oft dieses Motto, viele Regeln für alle und keine für mich. Das ist oft so ein Motto, das ich finde, Narzissten haben und auch verdeckte Narzissten natürlich, extreme. Und das ist vielleicht auch etwas, was in einer Beziehung euch am Anfang mitunter sogar fasziniert hat. Da war dieser, ja, als ihr kennt, ein Freund da, der war so ein Typ, der war so krass mitunter auch. Und das fandet ihr auch faszinierend. Ne? Er war manchmal so ein bisschen frech vielleicht auch. Hat es sogar geschafft, mit so einer Lügengeschichte, die er sich da ausgedacht hat, noch an Tickets zu kommen und noch einen Eintritt zu bekommen für ein Konzert, wo ihr unbedingt hin wolltet. Das war so die erste Aktion, aber ihr merkt auch, er macht das öfter. Öfter mal so kleine Lügen, so ein bisschen Täuschen anderer Menschen. Das ist fast ein Dauerprogramm, dass er anfängt, andere Menschen über den Tisch zu ziehen. Und irgendwie so langsam, wenn ihr euch das anguckt, ist es auch nicht mehr so richtig witzig und geht auch in Bereiche, die rechtlich wirklich schwierig werden. Und ihr habt mittlerweile sogar Sorge, dass er euch damit reinzieht. Denn er fängt jetzt auch an, euch zu bitten, ihn da in Kleinigkeiten mal sozusagen zu unterstützen, indem ihr zum Beispiel mal einen Einkauf tätigen sollt oder auch ein Konto irgendwie einrichten sollt. Ihr wisst auch gar nicht so richtig wofür. Es ist alles komisch und suspekt. Ihr habt vielleicht auch Hemmung, da jetzt ein bisschen der Spielverderber zu sein, denn er wischt es vielleicht auch oft weg, wenn ihr da ihn ansprecht. Aber ihr merkt auch so richtig gut, tut euch das nicht und es bringt euch vielleicht auch in so eine Richtung, ja, dass euer, ihr habt nämlich ein relativ konservatives Leben immer gehabt, eine gute Ausbildung, ihr habt jetzt einen guten Job, dass euch das aber vielleicht auch so ein bisschen in, vielleicht so ab, auf Abwege bringt, würde ich mal sagen. Was auch richtig anstrengend ist, ist diese Verlässlichkeit, die eurer Partnerin hat für Details. Ich meine, nicht jeder kann sich immer alle Details merken. Glaubt mir, ich habe manchmal auch so Sachen, so Namen sich mal zu merken, okay, aber es ist so, dass es irgendwie ständig ist, dass es auch Menschen sind, die euer Partner vielleicht sogar schon kennt, euer Mann, ne? Er kennt die Nichte, er weiß auch, wie sie heißt, aber jedes Mal sagt er, wie heißt die nochmal, deine Nichte, weil er sie nicht wirklich mag und immer wieder wertet er auch nicht nur sie, sondern auch andere Menschen ab. Er kann sich nicht mal mehr merken und das wundert euch langsam, dass ihr eine Laktoseintoleranz habt und deswegen zum Beispiel andere Milch braucht. Immer wieder kauft er die ganz normale Milch und tut so, als ob er sich das gar nicht merken kann. Dabei müsste er doch das nach 5 Jahren jetzt mittlerweile wissen. Ja, oder auch die Verdrehung der Realität ist leider auch bei Beziehungen mit extrem verdeckten Narzissten eine schwierige Sache, denn ihr wisst ja auch, habe ich euch in einigen Videos auch immer schon wieder gesagt, dass Narzissten super gerne auch mal so ein bisschen rumlügen, die Realität dann so ein bisschen sich selber hindrehen, wie sie es möchten. Und so ist es sehr oft so, dass ihr euch in dieser Beziehung fragt, was war das jetzt? Habe ich das jetzt falsch verstanden oder hat er das jetzt falsch verstanden? Zum Beispiel stellt sich eure Freundin immer überall total erfolgreich dar. Dein Job läuft wunderbar, gerade in letzter Zeit. Erzählt sie allen Leuten, wie super es ist. Dabei ist die Realität eine ganz andere, denn sie hat eine Abmahnung bekommen, weil sie teilweise einfach zu spät gekommen ist auf die Arbeit und nicht nur einmal. Und das erzählt sie nicht, dass sie kurz vor der Kündigung steht. Okay, das muss man nicht jedem erzählen, aber sogar engen Freunden spielt sie da irgendwas vor, was überhaupt nicht der Realität entspricht. Dann ist es auch so, dass ihr zu Besuch zum Beispiel gewesen seid bei den Eltern des Freundes und der Vater
war wirklich, und die Mutter auch, nicht wirklich nett zu ihm. Und dann kommt er nach Hause, aber es ist so, dass er das überhaupt gar nicht sehen will. Und das kann natürlich auch andere Ursachen haben, aber es ist schon so, dass immer wieder eine gewisse Verdrehung der Realität ist und ihr euch immer wieder fragt, hä, habe ich das jetzt falsch verstanden? Dass immer wieder so Missverständnisse auftreten, denkt so, hä, ist ja alles merkwürdig. Oder eben auch, dass es immer wieder so komische, also in der Sprache, dass es mal wieder richtig laut wird zwischendurch. Ihr mögt das gar nicht. Und es hat sich auch, am Anfang war alles total entspannt. Und im Laufe der Beziehung ist es so, dass euer Freund manchmal richtig laut wird. So richtig von der Sprache her, sehr deutlich auf einmal spricht, sehr so fast, dass ihr so ein bisschen Sorge irgendwie habt, was das jetzt irgendwie auch ist. Und vor allem ist es dann immer so, wenn er seinen Willen nicht bekommt. Immer dann, wenn es nicht so läuft, wie er das möchte, dann wird er eben ganz, ganz laut. Oder vielleicht auch eure Freundin, ich habe ein Beispiel für euch. Es ist so, dass ihr zusammen in der Stadt irgendwie seid und ihr wolltet auch mal wieder einen Friseurtermin machen, habt dann mal zu ihr gesagt und sagt sie auf einmal, guck mal hier ist doch ein Friseur, kannst doch direkt reingehen. Und dann sagt ihr so, ja, nee, also jetzt irgendwie nicht. Ich mache das vielleicht nächste Woche mal. Ja, aber jetzt sind wir einmal hier. Dann nervst du wieder die ganze Zeit, dass du zum Friseur musst. Dabei habt ihr das einmal nur zu ihr gesagt. Und dann sagt ihr, nee, aber ich möchte jetzt nicht gerade zum Friseur. Ich möchte jetzt einfach gemütlich mit dir irgendwie noch einen Kaffee trinken. Und dann sagt sie, also ich bitte dich, jetzt sind wir einmal hier. Ich mache dir den Vorschlag. Und dann wird sie auf einmal richtig laut. Auch in der Stadt, auch vor anderen Leuten. Und es ist euch total unangenehm, sogar so unangenehm, dass ihr dann sagt, okay, ja, ich gehe jetzt rein, ich mache es. Und dass ihr quasi nachgebt, obwohl ihr das gar nicht wollt, auch das kann ein Punkt sein, der einen wirklich in der Beziehung belastet. Und es muss nicht unbedingt das Lautsein sein, denn verdeckte Narzissten, wie gesagt, sind manchmal eher auch leise, können mitunter zu Hause auch laut sein, aber dieses leise sein, das kann auch wahnsinnig stressig sein, denn das macht bedrückende Stimmung. Immer wieder, wenn irgendwie eure Freundin den Willen nicht bekommt, auch zu Hause, dann wird sie so komisch leise. Aber so leise, dass sie einfach so komisch ihre Stimme verstellt, dass sie sich so, nein, ist alles okay. Und ihr denkt, ihr seid aber verunsichert. Ihr merkt, es ist überhaupt nichts okay. Aber es lässt sich auch nicht lösen. Könnt kein Gespräch führen. Aber die Stimmung zieht sich total runter. Und das belastet eure Beziehung regelmäßig, weil diese Phasen immer wieder kommen. Und ihr merkt auch, ja, der Fokus hat sich in der Beziehung echt geändert. Also der Fokus liegt nicht mehr bei euch beiden, wie vielleicht zu Anfang, sondern es ist so, dass ihr euch ständig nur um den Partner kümmert. Ne? Er hat ständig irgendwelche Erkrankungen. Hey, der kann da vielleicht nicht so wirklich was für, aber ihr merkt auch, er will da so richtig gar nicht raus. Ihr versucht immer alles zu managen, Physiotherapie-Termine zu organisieren, Arzttermine bei den besten Ärzten, aber er macht nicht mit. Er geht nämlich überhaupt gar nicht dorthin. Im Gegenteil. Er geht zum ersten Termin, lässt die anderen ausfallen. Wie gesagt, die anderen Ärzte werden erstmal abgewertet. Dann habt ihr endlich jemanden gefunden, der okay ist, da geht der nicht hin. Und so ist es die ganze Zeit. So wird die Situation aber für euch immer schlechter in der Beziehung, weil ihr euch immer mehr kümmern müsst quasi. Und ihr nehmt euch selber immer mehr zurück und das belastet euch natürlich irgendwie auch. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, habe ich euch eben schon gesagt, boah, warum macht man es überhaupt mit? Wenn man das sich alles mal so anguckt, diesen ganzen Punkten, wie so oft, dass man denkt, warum? Aber es ist mitunter richtig schwer, dass man das erstmal vielleicht erkennt und dass man das auch verändert. Natürlich ist es auch möglich, aber ich will euch jetzt erstmal kurz sagen, ja, wie ist es überhaupt, warum bleibt man drin? Und wenn man das nämlich ein bisschen versteht, dann kann man auch die nächsten Steps, wie ich glaube, gehen. Es kann sein, dass man eine gewisse Rolle schon durchaus von zu Hause hat und in Freundschaften und in Beziehungen auch einfach gewohnt ist. Was meine ich damit? Ne? Zum Beispiel diese komischen Stimmungen, wenn das so ein bisschen kippt, ne, dieses Weinerliche irgendwie kommt, weil der Wille nicht da ist, dann kennt ihr das vielleicht schon. Es ist ein wieder automatisches Programm, dann anzufangen, eure Freundin immer zu fragen, was ist denn? Sie zu motivieren, zu gucken, wo der Fehler liegt. Das ist vielleicht ein Programm, was ihr wirklich schon von zu Hause kennt, in Freundschaften genau das Gleiche. Ja, und dann ist es natürlich auch so, dass in der Partnerschaft, wenn ihr euch da jemanden mit ähnlicher Struktur geholt habt, wahrscheinlich genauso und gewohnt ist, auch wenn es ungesund vielleicht ist. Dass man immer darauf aufpassen muss, was man sagt, vielleicht auch etwas, was ihr schon kennt. Dass ihr immer genau guckt, hui, Vorsicht mit dem, was ihr sagt. Der andere könnte ja ganz schnell beleidigt sein, könnte ja ganz schnell irgendwas sein und es gibt da auch keine Lösung über Reden und das ist natürlich auch sehr schwierig.
Dann kann es auch sein, dass man schon sowieso gewohnt ist, seine Wünsche, seine eigenen Bedürfnisse wahnsinnig zurückzunehmen und aufgrund dessen ja eben das auch in der Beziehung macht. Vielleicht ist das auch mit der Hauptgrund, dass es dann auch funktioniert. Ja, denn wie ich euch das schon beim Date erzählt habe, wenn im Date schon einer die ganze Zeit da über seine Familie redet und dann über die ganzen schrecklichen Sachen und das Ganze so viel Zeit in Anspruch nimmt und das vielleicht auch sich so fortsetzt, dann ist das ja nicht irgendwie so gleichberechtigt und auch über langen Zeitraum vor allem nicht. Beim ersten Date kann es auch sein, der andere ist aufgeregt, aber wenn das wirklich sich fortsetzt, und dann ist natürlich so ein bisschen der Punkt, dass man dann nur jemand sein kann, der dann die eigenen Wünsche zurücknimmt. Andere Menschen würden dann sagen, boah, nee, mache ich nicht mit. Ja, wenn man das aber gewohnt ist, ist das ein gewohntes Muster. Man denkt, das muss halt so sein und das ist halt einfach eine ganz gewohnte Sache. Gewohnt kann auch sein, letztes Beispiel mit dem Mann, den man da versorgt bei Krankheit, dass jemand, das irgendwie immer was im Umfeld ist, wo man versorgen, umsorgen muss. Das ist ein gewohntes Programm, wo man vielleicht gar nicht mehr den klaren Blick hat, dass das vielleicht auch jetzt kein Bereich mehr ist, der einem wirklich gut tut. Man hat vielleicht auch wirklich Sorge, dass es irgendwelche Auseinandersetzungen gibt, dass man da irgendwie seine Meinung sagt, dass es dann Disharmonie in der Beziehung gibt. Auch das kann ein Grund sein, warum man das vielleicht auch wahnsinnig lange mitmacht. Man hat da echt Sorge vor. Man ist vielleicht auch einfach ein unsicherer Typ. Man hat nicht so richtig viel Selbstwert, Selbstvertrauen. Und man lässt sich vielleicht auch am Anfang durch eben diese Geschichten, die diese Menschen manchmal ganz toll und blumig erzählen können, ne? Vielleicht auch so ein bisschen beeindrucken, auch bei verdeckten Narzissten. Ne? Und das ist, oder vielleicht auch durch krasses Verhalten so im Hintergrund. Wie gesagt, die sind nicht so in der ersten Reihe, aber wie sie so im Hintergrund versuchen, andere Menschen übers Ohr zu ziehen und sich damit brüsten. Vielleicht etwas, wenn man vielleicht auch ein bisschen die Moral ausblendet und sich denkt, boah, krass, was der sich traut oder was die sich so traut. Weil vielleicht auch den Blick verliert, dass das vielleicht nicht so richtig toll ist. Man sich auch fragen sollte, wie geht er oder sie denn vielleicht auch langfristig mit mir um? Was sind die Probleme, die daraus entstehen können, will ich euch sagen, bevor ich dann zu den Tipps komme. Das Erste ist, ja, man denkt vielleicht bei verdeckten Narzissten, wenn man vorher einen offenen Narzissten vielleicht in Extremen hatte, boah, ist total anders, der ist ja ganz anders drauf, ne? Der ist viel zurückhaltender oder die. Und das ist dann etwas, wo man vielleicht gar nicht erkennt, dass das Grundproblem mitunter sogar das Gleiche ist, aber man ja, sieht es einfach nicht. Ne? Es ist natürlich Gift fürs eigene Glück, wenn man in solchen Beziehungen wirklich auch längerfristig einfach ist, weil man eben sich nicht, also nicht so sein Leben lebt, sondern quasi das Leben für jemand anders und sich ständig zurücknimmt. Das ist natürlich nicht was, was glücklich macht. Die Unzuverlässigkeit kann super doll nerven, ne? Die zeitliche Unzuverlässigkeit, was ich euch gesagt habe, wenn der Partner immer wieder bei irgendwelchen Sachen, die einem selber wichtig sind, nicht zuverlässig ist, man selber aber sehr zuverlässig ist, ist das natürlich auch totaler Käse und ja, man äußert eben keine Wünsche, das ist auch wahnsinnig schlecht, denn dann ist man ja gar nicht man selbst. Aber umso wichtiger, jetzt mal zu gucken, was kann man tun? Und man kann, wie ich finde, einiges tun, deswegen jetzt ein paar Punkte. Das allererste ist, was spricht dich, wenn du in so einer Beziehung bist oder auch beim Dating? Vielleicht auch, wenn du immer wieder an solche Menschen gerätst. Was spricht dich eigentlich daran an? Und worauf springst du sozusagen an? Ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? Ist es vielleicht die Optik immer wieder, die dich total in den Bann reißt? Ist es diese Kümmergeschichte? Weil wenn da jemand ist, der um den du dich immer wieder kümmerst, ja, ist das vielleicht etwas, was immer wieder dann gewohnt ist und immer wieder kommst du vielleicht an diesen Punkt auch. Mitleid mitunter auch, Mitleid mit dem anderen, ne? Oh, das, da, diese Geschichten und zu sagen, ach Mensch, und dann ist Mitleid vielleicht auch so dieses Connecting, Connected-Ding, wo du denkst, wow, das ist vielleicht genau das. Und vielleicht auch beeindruckt erstmal von den Ideen, von dem Engagement oder eben beeindruckt eben leider auch von diesen komischen Machenschaften im Hintergrund. Auch das kann durchaus sein, aber da mal genau hinzugucken, um sich dessen mal bewusst zu werden, vielleicht auch dessen bewusst zu werden, dass das vielleicht nicht so ein wirklich optimaler weder Start noch Verlauf der Beziehung ist. Schau dir am besten, wie ich ja immer finde, zu Beginn einer Beziehung, auch mal welche Art auch immer, aber gerade in der Liebe auch, die Sache einfach mal komplett in Ruhe an. Man hat alle Zeit der Welt, sich den anderen erstmal in Ruhe anzugucken, sozusagen ihn kennenzulernen, einfach auch das Tempo rauszunehmen vielleicht auch, um da sich erstmal anzuschauen,
Wie ist diese Beziehung? Ist diese Beziehung ausgeglichen? Kommen da irgendwelche komischen Scherzchen vielleicht auch? Habe ich auch mal gesagt, auch das ist bei verdeckten Narzissten passive Aggressivität sehr oft. Auch im Humor, schaut euch gerne dazu mal, da empfehle ich euch mal zwei Videos. Einmal passive Aggressivität, habe ich euch jetzt mal eingeblendet. Und dann auch das zweite Video, dieser komische Humor, der ja natürlich gar kein Humor ist, sondern wirklich Abwertung von anderen Menschen, habe ich euch hier oben und hier unten natürlich auch beide nochmal verlinkt. Schaut es euch super gerne an, denn das kann auch eine Verbindung sein, die alles andere als wirklich gut und auch gesund für einen selber ist. Während der Beziehung, seid ihr jetzt in so einer Beziehung, finde ich auch, dass man sich da so ein paar Sachen mal irgendwie anschauen sollte. Ne? Wenn sich da immer wieder Unklarheiten und komische Situationen immer wieder wiederholen, sollte man sich das Ganze einfach mal genauer angucken. Ne? Zum Beispiel auch Kontakt zum Ex. Ihr habt irgendwie eine Freundin und irgendwie hat die immer noch Kontakt zum Ex. Aber es ist wirklich immer sehr diffus. Sie sagt immer nicht ganz offen, wann die sich treffen, auch was für einen Kontakt die haben. Das belastet euch. Und ihr habt da auch den Wunsch einfach, dass diese Beziehung wirklich jetzt beendet wird oder auch runtergefahren wird und dass ihr es zumindest auch wisst, was völlig legitim ist. Und wenn das aber wirklich immer wieder kommt und da jemand auch nicht auf euch eingeht, solltet ihr, und das ist jetzt nur ein Beispiel, können andere Sachen auch sein, wenn der andere überhaupt gar nicht mal in eure Richtung geht auf Kompromisse, sondern eher beleidigt ist, sollte man da hinschauen und auch dieses Reden in Rätseln die ganze Zeit, auch das kann ein Punkt sein. Auch das sollte man sich angucken. Ist das vielleicht auch ständig da? Wird die Stimmung ständig vielleicht auch vergiftet? Ne? Das sind auch Punkte, die man sich angucken sollte. Und das sind natürlich Konflikte, die auch entstehen können, wo man auch unterschiedliche Meinung hat. Und da sollte man eben gucken, können diese gelöst werden, ja, miteinander oder ist derjenige, fängt derjenige an zu schweigen oder taucht derjenige vielleicht sogar auch unter für eine Zeit lang, was ja auch mitunter passieren kann, habe ich euch auch mal ein Video gemacht, dass Narzissten ja öfter mal ganz gerne abtauchen und dann plötzlich wieder auftauchen. Schaut mal hier oben, hier unten auch verlinkt. Also das sind alles Punkte, die sollte man nicht ausblenden. Und da sollte man sich, glaube ich, dessen auch mal bewusst werden und auch sich überlegen, hey, will ich das in meinem Leben wirklich haben? Denn das sind ja Sachen, die einen durchaus belasten, vor allem auch, wenn man sich die ganze Zeit zurücknimmt. Und das ist der nächste Punkt, den ich so wichtig finde. Konsequent einfach auch zu handeln. Man kann damit Probleme haben, wenn man immer wieder das Prinzip Hoffnung hat, vielleicht ändert sich jemand noch. Ja, durchaus Menschen können sich ändern, aber man muss auch mal gucken, wie realistisch ist das und passiert es auch wirklich. Weil nur zu sagen, dass Dinge geändert werden, heißt noch lange nicht, dass Dinge auch wirklich geändert werden. Sondern guckt euch einfach an, wenn ihr so ein Feedback gebt, was ich euch eben gesagt habe, hey, du musst mit mir reden, schweigen bringt nichts, da Wege zu finden. Aber wenn das jetzt überhaupt gar nicht funktioniert, auch nicht über einen längeren Zeitraum und es euch nicht gut geht auch damit, dann sollte man auch aufhören, etwas Unlösbares dann immer wieder lösen zu wollen. Denn damit verliert man wahnsinnig viel Lebenszeit und die könnte man durchaus auch positiver verbringen. Selbst wenn man alleine wäre, und das ist eben auch der Punkt, sich da wirklich mit dem Thema beispielsweise Angst vom Alleine sein. Das kann durchaus vorhanden sein. Schaut mal hier oben, hier unten verlinkt, hier habe ich ein Video auch mal thematisiert, sich damit auseinanderzusetzen. Denn es ist mitunter dann viel besser, alleine zu sein, als eben mit so einem Partner, ja, der einen da nicht wirklich gut tut und wo die eigenen Wünsche überhaupt gar nicht geäußert werden können. Und lass dich vor allem auch nicht emotional erpressen. Auch das ist eine Sache, worauf du achten solltest, irgendwie jetzt gerade mit dem Krankheitsthema zum Beispiel auch, dass du da wirklich guckst, okay, helfen ist ganz okay, dass man jemanden nochmal unterstützt, aber wenn das nur einseitig ist, ist das einfach auch nicht wirklich gesund. So, jetzt drei Fragen, die du dir selber stellen kannst. Das erste ist, hast du schon einmal einen verdeckten Narzissten gedatet oder bist du vielleicht auch gerade mit einem zusammen? Das zweite ist, wie ist der Umgang miteinander? Und das dritte ist, warum springst du darauf an? Warum springst du auf verdeckte Narzissten vielleicht auch immer wieder an? Beziehungsweise was hält dich in dieser Beziehung? Was kannst du aber auch machen, um es etwas klarer zu sehen und um diese Beziehung klarer für dich zu beleuchten, um da so ein bisschen mehr auch deine Wünsche zukünftig auch zu positionieren oder deine Konsequenzen zu ziehen? Ja, meine Lieben, ich finde heute ein Thema wichtig, vor allem die Liebe. Die Liebe ist ja auch ein wahnsinnig wichtiges Thema
Und ja, wenn ihr jetzt Fragen habt, kein Problem oder auch einfach Tipps braucht, vielleicht auch in einer Beziehung seid, die echt schwierig ist, könnt ihr total gerne mit mir telefonieren. Geht auf meinen Blog oder auch Skypen, mache ich jetzt auch, Zoom. Geht auf meinen Blog www.narzissmus-verstehen.de mit ganz wenigen Klicks. Könnt ihr online unter anderem euren Telefontermin oder Videotermin mit mir buchen. Ansonsten schickt auch gerne das Video jemanden, der vielleicht in so einer Beziehung steckt oder vielleicht immer wieder reingerät. Wenn es euch gefallen hat, liked es gerne. Ansonsten euch eine zauberhafte, herbstliche Woche. Ich hoffe ja, dass es nicht zu viel regnet, einfach auch. Und ich liebe es gerade total, durch den Herbstwald zu joggen. Ich poste ab und zu was bei Instagram. Schaut gerne vorbei. Können wir uns da connecten. Ansonsten eine zauberhafte Woche und bis nächste Woche hoffentlich. Macht's gut. Bis dann. Ciao.